Briefe, Akten, Karten. In Archiven auf der ganzen Welt warten Millionen von handschriftlich verfassten Dokumenten darauf, digitalisiert zu werden. Elektronisch sind die darin enthaltenen Daten weltweit zugänglich, viel leichter auffindbar und auswertbar. Das hilft bei der eigenen Ahnenforschung genauso wie in der Wissenschaft. Die in Innsbruck mitentwickelte Plattform Transcribus setzt künstliche Intelligenz ein, damit Computer handgeschriebenes Lesen und in digitale Form überführen können. Wir sind in einem Archiv des Amtes für Eich- und Vermessungswesen in Innsbruck. In diesen Mappen sind über 150 Jahre alte Katasteraufzeichnungen von Tiroler Gemeinden aus der Zeit von 1855 bis 61. Es sind Teile des ersten österreichischen Grundkatasters, des franziszeischen Katasters. Neben Plänen und Karten finden sich hier auch viele geschichtlich interessante Begleitinformationen über Haus- und Grundbesitzer von einst und die Nutzungsart der Grundparzellen. Ein Haus, das es damals schon gab, steht am Wiltener Platzl in Innsbruck. Wem hat es gehört und wozu wurde es früher genutzt? Wer das wissen möchte, kann im Archiv Antworten finden. Es geht aber auch einfacher, auch dank der Arbeit von Günter Mühlberger und seiner Kolleginnen und Kollegen. Denn all die hier enthaltenen Informationen werden mit Hilfe von Transcribus im Citizen Science Projekt CATI digitalisiert. Wenn man in Hunderten und Tausenden von Dokumenten nach bestimmten Begriffen oder Familiennamen oder Geschehnissen suchen möchte, dann ist natürlich eine Volltextsuche unbedingt notwendig. Unser Ansatzpunkt war nun, zusammen mit dem Professor für österreichische Geschichte, Kurt Schaar, ein Projekt zu starten, bei dem diese Begleitdokumente automatisiert mit der Handschriftenerkennung erfasst werden, durchsuchbar werden und als Grundlage dienen für ein großes Freiwilligenprojekt, bei dem vor allem die Ortschronisten und Chronistinnen hier in Tirol die Daten kontrollieren und als korrekte Daten in eine Datenbank einpflegen. Die Unterlagen werden gescannt und auf die Transcribus-Server geladen. Die KI erkennt mit Hilfe von Schriftmodellen die handgeschriebenen Texte und überführt sie automatisiert in digitale Form. Mehr als 35 Millionen Seiten in über 50 Ländern, darunter Israel, Neuseeland oder auch Kanada, sind so bereits bearbeitet worden. Also in Archiven und Bibliotheken lagern historische Dokumente von unschätzbarem Wert. Und diese Dokumente nehmen auch einen großen Raum ein, decken mehrere hundert Jahre ab und alleine im Staatsarchiv, zum Beispiel in Wien, liegen 250 Kilometer an Dokumenten. Der Großteil dieser Dokumente ist handschriftlich verfasst und für den Benutzer kaum mehr lesbar, da es sich um Kurrentschrift handelt und Kurrentschrift seit Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr verwendet oder gelehrt wird. Und hier kommt Transcribus zum Einsatz, indem diese Handschrift automatisiert erkannt werden kann und damit eine Benutzung erleichtert wird. Neben großen öffentlich nutzbaren arbeitet Transcribus auch mit individuellen Schriftmodellen. Für die Erkennung bestimmter Handschriften kann die KI mit Wortbeispielen trainiert werden. Der Computer lernt schnell, die Fehlerquote erreicht im besten Fall Werte von unter 2%, also 2 falsche Zeichen in 100. Über 14.000 Schriften haben Nutzerinnen und Nutzer bereits selbst trainiert. Diese Daten fließen auch in die großen Erkennungsmodelle ein. Transcribus funktioniert mit neuronalen Netzen. Diese maschinenlernenden Methoden haben den großen Vorteil, dass sie nicht mehr speziell für eine Handschrift programmiert werden müssen, sondern dass der Benutzer die Maschine selbst lehren kann, die Schrift zu lesen. Und eine Maschine ermüdet nicht, das heißt, sie kann auch Tausende, Hunderttausende oder Millionen von Seiten automatisiert verarbeiten. Das haben wir zum Beispiel für das finnische Nationalarchiv durchgeführt, bei denen über 2 Millionen handschriftliche Dokumente aus dem 19. Jahrhundert nunmehr durchsuchbar sind. Die verwendete Technologie ist völlig unabhängig von der Sprache und der eigentlichen Schriftart. Mit Transcribus erkennen wir nicht nur
Kurrentschrift oder auch moderne Handschrift, sondern auch mittelalterliche Schriften, aber auch Hebräisch oder Arabisch oder indische Schriften. Und derzeit sind wir gerade dabei, Experimente durchzuführen für Chinesisch, für altes Chinesisch. Die Idee ist vor mehr als 10 Jahren entstanden und wurde im Rahmen verschiedener EU-geförderter Projekte stark weiterentwickelt. Heute wird die Plattform von weltweit mehr als 90.000 Usern genutzt. Die Einsatzzwecke sind vielfältig. Ganz wichtiger Punkt sind alle jene, und es ist eine immer größer werdende Anzahl von Personen, die sich für ihre Familiengeschichte interessieren und auf der Suche sind eben nach ihren Vorfahren in Kirchenbüchern oder in Verträgen oder so wie hier zum Beispiel im Katasteramt bei historischen Dokumenten. Und da geht es dann natürlich darum, dass man vor allem an Familiennamen interessiert ist und diese entsprechend auffinden möchte, was eine sehr mühsame Angelegenheit ist, aber eben durch die Technologie jetzt wesentlich erleichtert wird. In der Wissenschaft sind die Anwendungsmöglichkeiten vielfältig. Der Altphilologe William Barton entschlüsselt beispielsweise verloren geglaubte Tagebuchaufzeichnungen von Karl Benedikt Haase aus dem 19. Jahrhundert, geschrieben in handschriftlichem Altgriechisch. Darin enthaltene, teils wertvolle Informationen sollen anderen Wissenschaften zugänglich gemacht werden. Der Kern meiner Arbeit ist die Entdeckung der 9 erhalten gebliebenen Tagebuchbände im Jahr 2020. Die privaten und geheimen Tagebücher des Forschers enthalten Aufzeichnungen aus immerhin 9 ganzen Jahren. Die Textmenge ist enorm, es sind etwa 2500 Seiten. Ich habe ein Modell für Haases Handschrift auf der Basis von etwa 100 Seiten trainiert. Das hat etwas gedauert. Man kann sich vorstellen, wie viel Arbeit das ist, 100 Seiten Handschrift zu transkribieren. Aber im Vergleich zu 2500 ist das wiederum relativ wenig. Das Tool ist jetzt in der Lage, Haases Handschrift zu lesen und den Text zuverlässig zu transkribieren. So kann die Arbeit für 2500 Seiten sozusagen auf einfache Weise auf 100 reduziert werden. Am Institut für Zeitgeschichte nutzen wir digitale Methoden hauptsächlich im Bereich der Migrationsgeschichte, wo wir viele tausende Seiten aus verschiedenen Archiven sammeln. Wir nutzen Transkribus deswegen so gerne, weil wir damit dieses Material schon organisieren können, gleichzeitig auch schon transkribieren können, diese Transkripte dann annotieren mit bestimmten Themen, Inhalten, die uns eben wichtig erscheinen während der Bearbeitung und schließlich auch noch exportieren. Das heißt, wir exportieren das Material und bearbeiten es dann mit anderen Methoden, mit anderen Analysemethoden weiter. Deswegen Transkribus für uns ein Ordnungssystem, ein Annotationssystem und natürlich ein Transkriptionssystem. Am Institut für Sprachwissenschaft arbeiten wir unter anderem korpuslinguistisch und einer unserer Hauptbereiche ist die Erstellung von Corpora. Das sind Textsammlungen, digitale Textsammlungen mit alpinen Texten. Das sind Alpenvereinszeitschriften in verschiedenen Sprachen, angefangen mit der Zeitschrift des österreichischen, zeitweise auch österreichischen und deutschen Alpenvereins betitelt. Aber wir haben auch andere Zeitschriften, zum Beispiel das New Zealand Alpine Journal. Und in Neuseeland hatten wir ein Team, das hat aufbauend auf unseren Digitalisaten vor Ort eine Korrektur gemacht. Das heißt, alle Texte wurden von Menschen durchgelesen und eventuelle Erkennungsfehler wurden von diesen Menschen ausgebessert. Und hier ist natürlich diese Integration von Transkribus mit sowohl der Read-and-Search-Plattform als auch der Möglichkeit, online praktisch eine Crowd-Korrektur zu machen, also eine Korrektur mit Menschen, die komplett an einem anderen Ort arbeiten, ist unglaublich von Vorteil. Transkribus wird seit 2019 von der eigens gegründeten europäischen Genossenschaft ReadCoop betrieben, die mittlerweile mehr als 110 Mitglieder aus 27 Ländern hat. Die Universität Innsbruck ist Gründungsmitglied. Derzeit wird die Plattform auf das verbesserte Lesen von Tabellen hin optimiert. Die Entwicklung geht aber noch weiter, denn vor allem das Scannen ganzer Bücher oder auch von Ordnern ist derzeit noch sehr zeitaufwendig. Die Seiten müssen per Hand umgeblättert und dann einzeln eingescannt werden. Das soll sich, wenn es nach Günter Mühlberger und seinen Kolleginnen und Kollegen geht, allerdings bald ändern.